Okay, auf geht's hier. Die. Mein Freund. Was machst denn du hier schon wieder? Träumst du. Da gibt's einen Headshot, Alter. Da kannst du nach Hause gehen hier. Muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Nee, oder? Nee. Hier oben kommen. Ich müsste erst ewig nachladen. Ich fasse es ja nicht, aber kann ich mir vielleicht von dem Arsch hier das Gewehr holen? Bier, na klar, warum sollte er auch nicht mit mir rumlaufen? Power! Oh mein Gott. Tut mir leid. Es tut mir leid, ich weiß, ich bin hoffnungslos überlastet. Aber ich werde das mal schnell wechseln, weil, Alter, ich habe eine dicke Rüstung. Hey. Ich wollte eh drücken. So, GGST, Kleidung und ja, Powerhelm. Wie? Powerrüstung-Training zum Ausrüsten nötig? Will er mich verarschen? Ich glaube, der will mich rollen. Das ist irgendwie jetzt uncool. Ich hätte eigentlich... Oh, ich hätte diese Rüstung so gerne. Aber ich kann hier nicht ohne Rüstung rumlaufen. Mit einem Overall. Da kriege ich doch... Kriege ich doch nur sinnlos auf die Fresse. Kann ich vielleicht irgendwas rauswerfen, damit ich es trotzdem mitnehmen kann? Das wäre ja auch eine Option. Aber wahrscheinlich... Wohl eher ein weniger. Ah, Raketenwerfer. Na, ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt. Jetzt würde ich das rauswerfen, aber so. Naja. Was soll's. Es ist, wie es ist. Kann ich nicht ändern. Ich will aber auf jeden Fall jetzt... Toll, haben die hier den Wissenschaftler umgelegt? Wow. Double Headshot. Einfach quer durch die Rübe, die alte Hütte hier. Schön. So mag ich das. Na, ja, das dachte er sich auch hier. Nudelholz, da. Das alte Nudelholz der Gewalt. Wo muss ich jetzt lang? Lokale Karte. Ja, hier bin ich richtig. Durchgang zum Theft-Tunnel. Amerika. Präsident ihres Herzens. Oh, Präsident deiner beschissenen Socken. Den Kuchen wollte ich eigentlich nicht nehmen. Aber auf hier. Wo komme ich hier eigentlich raus, ey? Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hier hinlaufe. War ich hier? Wer stellt denn hier so ein Sofa hin? Na, logisch. Hätte ich ja auch sehen können, nicht? Der hat doch gerade gespeichert. So. Da will ich hin. So. Da sollte ich vielleicht gleich mal hier schnell ein wenig was in den Hals werfen. Läuft mir irgendwas hier auf der Hand rum. Ey. Gut, jetzt hier. Okay, schnell speichern. Und jetzt habe ich hier vorn. Aber das
war gerade echt fies. Da hinten. Die alte Nutte. Haut ab. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ich habe hier schon wieder ordentlich... Was ist das schon wieder? Ey, jetzt hört er mal auf, diese Scheiße nachzuladen. Er nervt mich wieder. Ja, da... Oh. Könnte ich... Esse das immer so. Kaum hat man es mal irgendwie... was ist denn das hier? Das ist doch hier schon wieder so... So eine beschissene Drecks... Na? Seht mein Freund was macht? Jetzt kommt hier auch noch so ein Drecks. Also ich muss schon sagen, es ist ein ganz klein wenig aufreibend. Lasergewehr. Tja, das kann ich leider nicht benutzen hier. Wo bin ich jetzt? Ja, warum stellt hier jemand ein Stück? Naja. Muss ja nicht alles verstehen oder wissen. So, wo geht es weiter? Warum ich hier immer so wild rumklicke? Noch mehr von denen. Irgendwie macht mir auch Sorgen, dass ich nicht so richtig... Oh, ich habe zum Glück noch jede Menge Stimpacks. Das erleichtert natürlich einiges. Noch mehr von denen. Oh, schön. Immer. Super. Immer schön quer durch die Rübe. Dass auch ja kein Auge trocken bleibt. Was hier schon wieder los ist. Alter. Baseballschläger. Würde ich glatt nehmen. Karte. Ich hoffe, dass ich hier nicht noch so... Ob ich mir Gedanken machen sollte, weil hier so viele rumliegen. Vielleicht bin ich ja der Nächste. Speichern. Sollte ich den umbringen? Holomarke. Ich würde ja behaupten, ich habe gerade den falschen umgelegt. Ich würde behaupten, ich habe gerade den falschen umgelegt. Oder? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich habe irgendwie nur abgedrückt. Leiter nach Ödland, der Hauptstadt. Oh.
Ja, ich glaube, das war irgendwie sinnlos. Ich würde einfach nochmal von gerade das laden. Weil ich glaube, den umzubringen, das war irgendwie überhaupt nicht cool. Denn, genau, der will mir ja nichts Böses. Das habe ich nur gerade nicht gesehen in meinem... Ich dachte nur so, da steht irgendjemand hier mit, dick Rüstung und alles und da, naja... Ich wollte ihn doch einfach nur töten. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Zum Glück, danke. Das finde ich sehr schön. So, wo muss ich jetzt hin? Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten. Wo zum Geier bin ich hier eigentlich? Die Zitadelle. Aha. Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lions, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Wow. Cool. Da, was ist das? Das... Plus 841 EP, was ist denn hier los? Schon wieder Level up. Das ist ordentlich. Tja, sagen. Selbes Spiel. Hier schön sind was hochsteppen. Ah, Medizin. Medizin ist, könnte man auch mal hier. So, passt. Was gibt's hier? Oh, hier und jetzt? Hab ich schon Nachtmensch Kannibale? Mit dem extra Kannibale erhalten Sie im Schleichmodus die Möglichkeit, eine Leiche zu essen, um Gesundheit zurückzugewinnen. Allerdings verlieren Sie dabei Karma. Oh nein, ich will nicht. Mit dem extra schneller Stoffwechsel erhalten Sie bei der Verwendung von Stimpaks einen Bonus von 20% für Ihre Gesundheit. Das klingt doch gar nicht so schlecht. So. Okay, solange Sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit zwei... Das nehme ich, Kommando. Kommando ist gut. Die Spur wird aufgenommen. Wurde hinzugefügt? Was ist das Schönes? Dr. Lee in die Zitadelle bringen. Na dann machen wir das. Seien Sie gegrüßt. Wow. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lions. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lions, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Sohn, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und er weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer, etwas, um Ausrüstung zu finden. Er braucht Unterstützung. Nun gut,
Wir werden eine Lösung finden. Seien Sie gegrüßt. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Freundlich. Genau. So, den Gelehrten Rothschild um Zugang zu einem Vorkriegscomputer bitten. Wächterin Alliance. Und wo finde ich den Herrn Rothschild? Ist das irgendwie ein spezieller? Tja, aber eigentlich bin ich ja hier noch in tiefer Trauer, nicht? Denn unglücklicherweise hat mein Vater sein Leben für das Projekt gelassen. Was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich so extrem wichtig, dass die Menschheit hier überlebt und dass wir frisches Wasser haben und alles. Ich meine, ja, natürlich schon. Natürlich schon. Seien Sie gegrüßt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie extrem bitter, nicht, dass er so unschön dahin geschieden ist. So, ich glaube, ich muss jetzt hier runter, irgendwie. Labor der Zitadelle. Was die alle für Ausrüstung haben und Einrichtungen und überhaupt und... Wow. Das ist schon ordentlich hier. Ist auf jeden Fall keine Anfängertruppe, die einfach irgendwas macht. Seien Sie gegrüßt. Hi. Ich suche irgendwie einen Rothschild. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Wo finde ich denn den Dude? Seien Sie gegrüßt. Hier hängt auf jeden Fall. Oh, hier schön erstmal. Jawohl, dann. Ja, da. Ich hab hier. Aus dem Klo ist offen. Nee. Seien Sie gegrüßt. Gott sei Dank. Das wäre jetzt ein bisschen eklig gewesen. Seien Sie gegrüßt. Sternpaladin. Armory. Will ich hier hin? Die Bruderschaft steht zu Ihrem Dienst. Gelehrter Rothschild. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen Ihrer letzten Visionäre verloren. Danke, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Das ist einfach eine schwere Zeit für mich. Danke für das Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tech-Ausrüstung? Könnte man so sagen. Mein Vater hat nach etwas namens GEEK gesucht. Haben Sie sowas? GEEK. Nein, GEEK? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Warum? Was ist ich das? Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Also kennen Sie einen möglichen Fundort, ja? Ist das richtig? Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Logisch. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegscomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Okay, vielen Dank für die Hilfe. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Okay, bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier für eine Klapperkiste erwartet. Messehalle? Nee, da will ich wohl mit Sicherheit nicht hin. Ich glaube, ich muss wieder nach oben.
Weil weiter nach unten geht es ja. Was steht hier eigentlich? Warum steht hier bitte so ein großer Roboter rum? Das ist ja mal echt eine heftige Hütte. Heftige Bude von Robbie.